dicke Luft in der Basler Kampfsportszene. Zwei der besten Thai-Boxer vom Land können sich seit längerem nicht mehr schmecken. Der siebenfach Weltmeister der Paolo Balisha hat bei uns vor einer Woche den achtfach Weltmeister der Shemsi Bechiri herausgefordert. Der Shemsi hat viel geredet, er wird mich K.O. schlagen in der ersten Runde. Er wird was weiß ich machen mit mir und so. Ich werde fertig, ich werde null und so weiter. Wobei muss man sagen, jetzt hat er bei mir trainiert. Also ich habe in der Nase putzt, der ganz gleich ist. Ich habe ihn vorgeschlagen, bei einem neutralen Event miteinander zu kämpfen. Ich bringe 30.000 Franken, er bringt 30.000. Gewinner kriegt alles, Verlierer kriegt nichts. Es wird nach Full Muay Thai raus mit Ellbogen gekämpft, ein Mann zwischen zwei Männern. Der Gewinner kriegt alles, ich bin dabei. Wenn es ein neutraler Promoter das Event macht, ich bin dabei. Wenn du dabei bist, komm, nicht schnurren, einfach machen. Diese Woche hat der 25-jährige Bechiri darauf geantwortet. Es ist viel diskutiert worden im Superpro-Sportcenter in Rheinach. Eine öffentliche Herausforderung steht im Raum, weil es Beleidigungen und Respektlosigkeiten geben soll. Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich selber hatte Paolo nie beleidigt, oder sonst irgendjemand von meiner Familie oder meiner Brüder. Und wenn das so gewesen wäre, dann hätte Paolo mir ruhig anrufen können, dann hätte mir das unter vier Augen glaub, ganz einfach klären können. Für das scheint es jetzt spät. Der Paolo Balisha ist gekränkt. Die Herausforderung zum Kampf ist öffentlich ausgesprochen. Mit so Provokationen erreicht man bei mir nichts. Ich sehe die Sache professionell. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist natürlich, 10 Wochen vorher zahlt er meine Gage, damit er mir nicht abspringt kurz vorher. Und die zweite Möglichkeit ist, er schlägt meinen kleinen Bruder. Sollte er das schaffen, bin ich voll dabei. Sein kleiner Bruder, das ist der Hisni Bechiri, hier im blauen Shirt. Er ist zwar noch nicht so erfolgreich wie sein Bruder, zwei Europameistertitel hat aber auch er schon auf dem Konto. Sind friedlich miteinander. Es ist ja bald Weihnacht und damit auch Zeit für uns zurückzuschauen auf das Sportjahr 2011. Das machen wir nächsten Montag im Heimspiel Spezial mit einem grossen Jahresrückblick. In diesem Sinne, einen schönen Abend und jetzt schon ganz schöne Weihnacht.